möchte euch ein Bild malen. Achim und Ina kennen das aus Permakulturzeiten, denn man erfindet ja nichts komplett Neues. Man entwickelt Dinge, die da sind, schon weiter. Und was in der Permakultur als Core Model im Designers Manual von Bill Mollison steht, das haben wir in unserer Arbeit zu einem Transformationsmodell weiterentwickelt, mit dem wir unsere co-kreativen Prozesse machen. Und ihr könnt euch das dreidimensional vorstellen, das ist so ein... eine Art Energiefeld, eine Spule, eine Spirale, das Magnetfeld der Erde, ein Baum mit seinen Wurzeln und den Ästen in der Mitte der Stamm. Stellt euch das als eine Kugel vor, die in Bewegung ist, die atmet, die lebendig ist. Das ist ein Prozessmodell, wir nennen das Feld Prozessmodell. Und wir benutzen das, weil wir glauben, in dieser einen Form stecken vier Muster, vier Qualitäten drin. Die erste, das sind diese Wurzeln, das ist, was wir das, die Emergenz nennen, also das Eintauchen. Das ist der Teil, wo wir mit etwas in Resonanz gehen. Das, was ich gerade gesagt habe, ich spüre das. Ich nehme sozusagen diese Witness-Perspektive ein, die Beobachterperspektive, sehe mich selbst als jemanden, der das auf verschiedenen Ebenen gerade erfährt, fast in einer Synchronizität erfährt, in meinem persönlichen Leben, in meiner beruflichen Arbeit, hier bei euch im Camp, global. Ich nehme das wahr, dass da was schwingt, was mich bewegt, was mich in Bewegung setzt, was mich treibt, antreibt, aber auch schmerzt. Und in dem Moment, dass ich dieser Resonanz bewusst werde, sozusagen geht diese, wie die Wurzeln das immer mehr zum Stamm saugen, geht es auf diese Mitte zu. Und hier ist so eine Art Singularität, so ein Punkt, wo es alles ganz dicht und eng wird. Wie ein schwarzes Loch. Und das ist die Krise. Und die Qualität dahinter ist die Transformation. Der Begriff Krise im deutschen Sprachgebrauch kommt aus der Medizin. Ja? Die Krise ist der Punkt, an dem ein Patient an seiner Krankheit entweder stirbt oder wieder gesund wird. Das ist die Krise. Das ist der Punkt. Es ist ein Punkt der Entscheidung. Und das Schwierige an der Krise ist, dass wir in diesem Punkt der Entscheidung keine Orientierung mehr besitzen. Das ist die Qualität. Wir sind in der paradoxen Situation, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, ohne Orientierung zu haben. Es gibt nichts, woran wir uns festhalten können. Es ist wie so ein Strudel, wie in einer Spülmaschine. Wir wissen nicht, wo es oben, wo es unten. Soll ich dahin, dies, denn jenes? Wo sind wir? Ja, das ist der Krisenpunkt. Und ihr alle kennt es. Kennt das aus persönlichen Beziehungen. Könnt das, wenn ihr eure Arbeit vielleicht kündigt. Projekte, die an einem Punkt sind. Break or take. Ja? Ihr kennt das überall. Wenn ihr ein Kunstwerk macht. Ja, ihr beschäftigt euch mit einem Thema und plötzlich seid ihr wie paralysiert. Ja? Keine Ahnung, wie das zum Ausdruck kommen soll. Und dann passiert oft irgendetwas, irgendein Punkt, der sozusagen Ausschlag gibt, der eine Gewichtung gibt, der in dieses schwarze Feld eine Orientierungshilfe oder irgendetwas gibt. Und häufig ist das einer, der kommt euch aus euch selbst. Ihr trefft eine Entscheidung. Ihr wisst nicht über die Konsequenz dieser Entscheidung. Das könnt ihr an diesem Punkt nicht wissen. Das muss man bei der Krise verstehen. Es gibt keine Sicherheit, keine Garantie für euch, wenn ihr in der Krise Entscheidungen trefft. Weil die Krise sich dadurch auszeichnet, dass sie euch keine Information über die Zukunft gibt. Das ist die Krise. In dem Moment, wo ihr eine Entscheidung trefft, wo das System eine Entscheidung trifft, wo eine Gruppe eine Entscheidung trifft, wandelt sich plötzlich schlagartig alles. Das ganze Feld richtet sich nach dieser neuen Entscheidung aus.
Und auf einmal passiert das, was hier oben ist, die Co-Kreation. Auf einmal gibt es diese Explosion von Energie, von neuen Möglichkeiten, von Perspektiven. Auf einmal seht ihr alles klar, weil sich das Feld ausgerichtet hat, aufgrund dieser Entscheidung. Und das ist die Transformation, weil das, was jetzt kommt, ist völlig anders. Bis auf die Basis der Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich eure Gemeinschaft zum Beispiel, dieses Feldverhältnis, grundsätzlich komplett anders als das, was vorher da war. Deswegen ja Transformation. Und hier entsteht dann, was wir nennen Emergenz, also das Auftauchen. Oder eben die Qualität ist die Co-Kreation. Und ihr alle habt das erlebt. So schmerzhaft eine Trennung aus einer Beziehung aus zum Beispiel war, in dem Moment, wo es klar ausgesprochen ist, das ist eine Trennung, öffnen sich plötzlich Lebenswege wieder, öffnen sich Perspektiven. In dem Moment, wo ihr gesagt habt, wird mein Kunstwerk eine Oper oder eine Skulptur, in dem Moment öffnen sich Möglichkeiten, öffnen sich Perspektiven. Es ist eine unglaubliche Erleichterung und es setzt unglaubliche Energien frei. Und dann kommt aber noch dieser große, große Bogen hier zurück. Das ist im Herbst der Mulch und das Obst, das wieder zu Boden fällt und kompostiert. Das ist das, was wir Kultivierung nennen. Denn es ist immer schön, wenn man an diesem Punkt ist, wo man ganz viele Ideen hat. Irgendwann kommt der Punkt, ich muss es in den Alltag integrieren. Ich muss Rituale daraus machen. Ich muss sie wieder und wieder, vielleicht in den nächsten 15 Jahren muss ich jetzt dieses Musical aufführen, um mein Geld damit verdienen. Ja, das ist die Kultivierung. Wo stehen wir denn jetzt von so einer Prozesssicht? Und das ist übrigens ein Modell, mit dem wir in ganz, ganz vielen Prozessen arbeiten. Manchmal nur für uns, manchmal offen, um zu verstehen, wo wir sind und was gerade passiert. Und ich möchte jetzt einmal einen Graphen da reinlegen, den ihr kennt, nämlich die globale Bevölkerungsentwicklung. Das ist jetzt ein Bild, das lege ich einfach so darüber als Oberlay. Eigentlich haben die erstmal nichts miteinander zu tun. Bevölkerungsentwicklung, Menge der Menschen und Zeit. Und ihr wisst, Jahrtausende, Hunderttausende Jahre war das so. Da passiert nichts, Mesopotamien, Ägypter, Römer, alles Banane. Irgendwie passiert nichts. Und dann passieren ein paar Sachen, die eigentlich total schön sind. Aufklärung, Wissenschaft, Produktion, ja? Raus aus der Armut, raus aus dem Unwissen, raus aus der Unmündigkeit, sich befreien von den Tyrannen, sich befreien vom Mangel, den es überall gibt und so weiter und so fort. Und was passiert? Bäm! Wir sind jetzt da. Da so, geht auf einmal. Wahnsinn. Und mit diesem Bevölkerungswachstum natürlich Verbrauch und Plastik im Meeren und nuklearer Müll und all das, von dem wir wissen. Ich glaube, wir sind da. Genau noch an diesem Punkt. Global gesehen. Als Menschen jetzt hier. Und die Frage ist, was passiert hier? Was passiert an diesem Krisenpunkt der Entscheidung? Überlegt, was ich euch gerade zur Krise gesagt habe. Und das ist eine Erfahrung aus persönlichen und kleinen Gruppen, aber ich glaube, das ist für uns als Menschheit ähnlich so. Wir wissen es nicht. Das ist der Punkt. Wenn wir es wissen, hätten wir keine Krise. Dann wäre Alltag, dann würden wir einfach weitermachen wie bisher oder die Programme abspulen, von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Dass wir eine Krise haben, liegt daran, dass wir es nicht wissen und auch nicht wissen können. Man kann über diesen Krisenpunkt, wenn man dort ist, sieht man nicht, was hier kommt. Es ist ein schwarzes Loch, da kann man nicht durchgucken, da kann man nur durchgehen. Und was hier kommt, sieht man erst, wenn man durchgegangen ist. Das hat Implikationen für das, was wir als Menschheit gerade, wofür wir stehen. Und warum wir hier sitzen und alle keine Ahnung haben, mich eingeschlossen, was zu tun ist. Das ist der Punkt, wenn wir von einer großen Transformation reden. Das ist genau der Punkt.
Das ist nicht schlimm. Und ich glaube, das ist einer meiner ersten Hauptpunkte. Hey, das ist normal. Wir sind in einem Prozess und das, was wir in diesem Prozess erleben, ist vollkommen normal. Das gehört hierhin. Ja.